Hallo und schön, dass ihr dabei seid. Heute wollte ich euch nochmal das Yps-Heft vorstellen. Das ist ein Comic-Gimmick-Magazin, was Anfang der 80er bis in die 90er hinein erschienen ist. Ich habe hier auf einem Flohmarkt vor einiger Zeit nochmal so wirklich verschlossene Yps-Hefte gefunden, wie hier die Nummer 814 mit dem Morse-Spiegel für Notsignale. Ihr könnt das hier sehen, so ein Spiegel, der dann, wenn drauf drückt, erscheint und dann könnt ihr entsprechend mit Licht Zeichen geben. Das ist ein Stück meiner Kindheit, kann ich so sagen. Ich habe diese Magazine geliebt. Zu dem Zeitpunkt, wo die rausgekommen sind, gab es nicht so viele Magazine wie heute mit Gimmicks. Heute ist das überall alltäglich, sei es nun von Lego oder von fast allem, wo wirklich, da sind die verrücktesten Sachen drauf. Zu der Zeit, wo das Yps-Heft in den 80er, 90er erschienen war, war Yps-Heft sehr originell damit. Das war einzigartig. Selbst die Mickey Maus hatte damals noch nicht so viel Gimmicks dabei. Die Mickey Maus hatte allerdings mal Aufkleber oder ein paar Kleinigkeiten, aber nicht wirklich diese Art Gimmick. Und das war wegweisend. Und hier, wie gesagt, der Morse-Spiegel. Ich hatte das noch mit diesem anderen Heft zusammengefunden. Das Tauchboot mit zwei Froschmännern. Das war dann so ein kleines Boot, was tauchen konnte in der Badewanne. Also verrückte Dinge, aber es gab noch viel mehr. Das heißt nun, sowas hier, die meterlange Klebefaust. Und hier haben wir jetzt auch dasselbe nochmal, das Zwei-Mann-Tauchboot mit Piff und Herkules. Das wird auch in einer anderen Form nochmal rausgebracht. Hier ist die schwarz-goldene Rasselbox. Es gab so kleine Gimmicks, die auch zum Erschrecken waren. So ein bisschen. Und was ich besonders geliebt habe oder so, sind dann zum Beispiel diese ganzen Agentensachen gewesen. So geheimes Buchfach mit Safe. Es gab was mit Mini-Pistolen, Agentenausweis oder wie eben hier so Abenteuersets, also wie geeignet für Pfadfindern und so weiter. Wir hatten super viel Gimmicks. Ihr seht ja auch hier noch einen Weltraumflipper oder das magische Tuch mit dem Zauberei. Also auch Zauberstücke oder auch sehr weltberühmt sind die Urzeitkrebse, die man züchten konnte oder der viereckige Ostereierbaum. Wahnsinnig viel gab es im Yps-Heft und das ist echtes Nostalgie. Ich möchte auch noch mal richtig schön auf diese Sachen eingehen, auch einfach mal mit euch durchblättern, diese alten Magazine. Aber um diese alten soll es gar nicht gehen. Damals der Verlag, der das Original Yps-Heft rausgebracht hat, hat irgendwann die Rechte verkauft. Ich glaube, das war Gunnar und Jahr, die das damals rausgebracht haben und hat es inzwischen an den Egmont Verlag herausgebracht oder verkauft, und der Egmont Verlag bringt das Yps-Heft nach jahrelanger Pause wieder raus. Hier habe ich das aktuelle Heft und ihr könnt schon sehen, warum ich es mit euch betrachten möchte. Es geht um die 90er und die 80er Jahre und allein schon auf diesem Cover sind so viele Kultmomente und es ist einfach nur Wahnsinn. Auch hier dabei ein Gimmick, diesmal das riesen Solarzeppelin. Es ist auch ein Gimmick, was es damals gab. Das ist eigentlich nichts weiter als ein Ballon, der mit Wurf gefüllt wird, aber schweben konnte, also dann aufsteigen. Du musstest sie nicht mit Helium füllen, also mit normaler Luft ist er aufgestiegen. Richtig klasse, war ein tolles Gimmick. Naja, und das schauen wir uns jetzt mal zusammen an. Und ich erzähle einfach meine Erinnerungen und Gedanken aus der Zeit, die ich miterlebt habe. Das Cover beeindruckt gleich von Beginn an mit dem ganzen, hier steht jetzt 70er und 80er Feeling. Stimmt ja auch. Also wenn ich allein die Auszüge daraus, versetzen sie mich in Nostalgie. Star Wars, He-Man, Alf, gut, Praxis Büllerbo, glaube ich, war das, habe ich nicht gesehen. Captain Future mit meinem Held, Knight Rider, Ghostbusters, die Schlümpfe, Cindy Rossi sucht das Glück. Dann haben wir jetzt hier hinter, also Rudi Carell, der C64, der Walkman. Habe ich damals auch gehabt. Der Zauberwürfel, Colt Seavers, das ist Yps. Hier seht ihr ihn auch nochmal. Der Charakter des Magazins. 35 Seiten Comics sind diesmal hier drin. Das Gimmick Nummer 1283. Es wurde weitergezählt, als es neu veröffentlicht wurde, nach dem klassischen. Und hier oben,
eben halt seht ihr, welche Comics dabei sind. Y und Co., Pfiff und Herkules, Xini und Jan und Prinz Eisenherz. Einige der Comics stammen aus Frankreich, denn das Pfiff-Magazin ist so ähnlich wie das Yps-Magazin auch ein Gimmick-Magazin gewesen. Und somit haben die sich immer ein bisschen ausgetauscht. Ja, also sehr viel Nostalgie. Hier haben wir das Gimmick draufgeklebt. Ihr habt vorher gesehen, die waren in Tüten sonst gepackt und dann lagen sie dann lose bei. Das Solarzeppelin ist jetzt hier draufgeklebt. Und das ist auch so ein gebundenes Buch. Ich möchte nochmal zum Vergleich. Hier habe ich ein klassisches Heft. Das ist jetzt 814 und ihr könnt sehen, welchen Größenunterschied das macht. Ja, und das Logo, hier ist es rund, das ist ein bisschen eckiger, aber es hat so den gleichen Style beibehalten. Pfiff und Herkules waren eben halt, also Pfiff ist der Hund, Herkules ist die Katze, waren hervorgehoben im Endeffekt. Ja, das zeigt diese Kooperation zwischen den beiden Magazinen. Ja, und ihr seht, das klassische war eben halt ein bisschen kleiner. Aber das soll uns jetzt nicht abhalten. Wir schauen in dieses Buch einfach mal rein und mal sehen, was ich dazu, ja, was mir dazu einfällt, was meine Zeit war. Ich habe ja das fast alles miterlebt. Gut, jetzt hier haben wir jetzt Werbung zum kommenden lustigen Taschenbuch. Und dann sehen wir hier einfach riesig einen Platz an der Sonne und viel heiße Luft. Ja, das Yps-Solar-Zeppelin. Hier kann man sehen, wie es aufgebaut wird. Noch ein Band drum, so eine Ballonschnur. Die gehört sogar dazu, die ist sogar dabei. Und dann wird das aufgeblasen, wird erhitzt oder erhitzt sich durch die Sonne und steigt dann auf. Ja, physikalische Sache. Hier seht ihr nochmal einen kleinen Comic. Und die Credits. So, wollen wir mal weiter gucken. Inhaltsangabe, sowas gab es früher nicht im Yps-Heft, das war wirklich wie so ein Comic. Und das ist schon die Vorschau auf alles, was uns erwartet. Bud Spencer, Terence Hill, Boris Becker, ja, der war damals war ein Held, ja, heute ist er ein gefallener Held. Captain Future, schönes Bild. Hier haben wir jetzt so einen Sammler, der Pokémon in der Hand hält. Mal sehen, was es da sich auf sich hat. Hier sehen wir auch die ganzen Artikel und unten die Comics. Ja. Weiter geht es. Na, ist ja schon die nächste Seite. Extra Beilagen. Hier könnt ihr sehen, was hatte Yps alles gemacht, was hat es ausgezeichnet. Und es fängt hier auch gleich an mit den Yps Urzeitkrebsen. Die sind legendär. Also ich habe sie gehabt, ich habe sie auch gezüchtet sozusagen. Das sind ja eigentlich im Endeffekt nicht solche Tierchen, wie jetzt hier drauf sind. Aber das sind ja eigentlich Tierchen, die jetzt gezüchtet werden, zum Beispiel für Fische zum Essen und so weiter. Aber als Kind fand es das toll und wir hatten dann uns kleine, größere Flaschen besorgt oder aus dem Kühlschrank zum Beispiel diese Obstbehälter, diese durchsichtigen, haben wir auch genommen, haben mit Wasser gefüllt und dann die Yps-Krebse reingetan. Ja, bei mir wurden sie höchstens einen halben Zentimeter oder Zentimeter lang. 8 Zentimeter groß, weiß ich nicht. Ich habe noch nie so 8 Zentimeter große gesehen. Ein Kumpel von mir, der hatte die auch gezüchtet. Und ja, da wurden sie noch 2 Zentimeter. Also es war schon eindrucksvoll, das zu sehen. Und interessant ist, in Amerika gab es die auch und da hießen sie Sea Monkeys, also Seeaffen. Ja, dann können wir noch weiter sehen, was so im Yps-Heft berühmt dabei war. So eine Alarmanlage mit Batterie, sowas gab es dann auch teilweise. Ostereierbaum, das war jetzt ein spezielles, ja, wie soll man sagen, das ist ein subtropischer, hier sehe ich das Auberginenableger, so sahen die aus wie Eier, weil sie eben halt waren auch essbar, konnten Mikroskope zusammenbauen. Hier war sogar aus Pappen DeLorean mal dabei. Eine Taschenlampe war so ein Beispiel, was ganz Besonderes damals. Hier haben wir die Detektivsachen, wie ich auch schon sagte, so ein Periskop zum Beispiel, so eine Zensurbrille ist auch ganz witzig. Eine Form, um Eier viereckig zu machen, auch eine sehr witzige Idee, hat man auch ausprobiert. Ein Solarofen gab es auch. Ja, das ist schon Wahnsinn und was die alles an Ideen hatten, das war vielseitig. Ja, und hier haben wir das Comic dann. Passend dazu, immer zum Gimmick, gibt es auch ein Comic. Hier ist es sogar auch eben halt doppelseitig. Ich will mal zum Vergleich auch mal das Comic hier nehmen. Hier haben wir den Morsespiegel. Und dann können wir auch mal sehen,
Hier waren die Nachrichten. Hier könnt ihr auch sehen, hier ist das Comic dann zu den Nachrichten oder zum Morsespiegel gewesen. Das ist jetzt nur eine Seite und ihr könnt auch sehen, wie sich die Figuren so ein bisschen verändert haben. Also nicht groß, aber ein bisschen und sind halt einfach anders vom anderen Zeichner wahrscheinlich oder moderneren Zeichnern. So hat man denen so ein bisschen andere Dynamik gegeben. Ja, aber ich meine, dazwischen sind knapp mehr als 20 Jahre, kann man fast sagen. Also in dem Sinne schon sehr lustig. Naja, gut, aber das Comic war nicht unser Hauptaugenmerk. Wir wollen diese nostalgischen Sachen haben. Hier wird auch so ein bisschen übertrieben, der Comic. Ein bisschen länger gemacht, aber es machte das ja auch aus. I Break Together, Breakdance. Das war damals ein Tanzstil, der sehr gefragt war. Es gab auch Kinofilme damit. So ein bisschen diese typischen Tanzfilme, dann aber auch Breakdance eben halt was Besonderes. Habe ich nie getanzt, aber man hat es schon bewundert, weil bis heute sind das ganz schöne Kunststücke, die es gibt und die ja wirklich was ausmachen. Na so. Das frühe Wunschprogramm. So, da haben wir mal Filme sozusagen, die uns damals beeindruckt haben. Ja, hier haben wir jetzt hier Filmklassiker Der Seewolf, auch immer noch mal gerne wiederholt. Tim Thaler, der das Lachen verloren hat, mit Tommy Orner und auch Horst Frank, der den Böse, den Wicht gespielt hat. Richtig Kultfilm, also habe ich damals auch geguckt und war richtig spannend, auch heute noch gut. 1981 kam eben halt Silas und auch Jack Holborn, beides zwei Serien, in denen ein ganz junger Patrick Bach die Hauptrolle übernommen hat, beides sechs Folgen, auch richtig gut. Das Schöne ist, ich bin als Hamburger, weiß, dass ab und zu ist mir auch schon von mir vorbeigefahren, Patrick Bach, der in Hamburg oft genug war, mittlerweile ja auch hier als Synchronsprecher aktiv, wie zum Beispiel die Hauptfigur von Seven Deadly Sins zum Beispiel oder von Herr der Ringe, Samwise Gamgee. Ja, Patrick Packard, auch ein großartiger sechs Folgen TV-Film mit Hendrik Marz, auch ein Hamburger. Wolfgang Kieling hat bei mir in der Stadt hier gewohnt. 1984 war das Wahnsinn. Das war richtig spannend. Auch kultige Musik von Christian Bruhn, der auch Captain Future geschrieben hat. Anna hat bis heute ja auch immer die Leute begeistert. Auch hier ist wieder Patrick Bach in der Hauptrolle gewesen. Oder eine der Hauptrollen, ging um die Balletttänzerin, ich glaube, sie ist hier mittlerweile leider verstorben. Auch ja, auch sechs Folgen. Interessant, dass alle das fast sechs Folgen hat, außer 13 Folgen mit Tim Thaler. Ja, auf jeden Fall richtig klasse. Das waren wirklich kultige Momente. Und es geht natürlich oder geht noch weiter. Der rosarote Panther hatte ja ein Riesenerfolg, eigentlich nur durch den Vorspann der Kinofilme und da, also der damaligen Filme von Blake Edwards, eigentlich nur ein paar Minuten im Vor- und im Abspann, aber so beliebt, dass eine Kindersendung daraus wurde. Und die Sprüche eben halt, wer hat an der Uhr gedreht, ist es wirklich schon so spät, stammt aus diesem Ganzen und ja, Wahnsinn. Wahnsinn. Und Gerd Günther Hoffmann, glaube ich, war der Synchronsprecher, der da immer drüber gesprochen hat und der die Texte getextet hat. Dieter Hallervorden mit seinen Sendungen und den Filmen im Jahr habe ich auch geguckt. Captain Future, leider hier nur mit einem Text versehen, aber auch unvergessen, mein Held. Pippi Langstrumpf, da gab es auch Serie und Filme und wer hat sich da noch Gedanken gemacht? Ja, über irgendwelche, ja, heutigen Aussprachen. Am laufenden Band eine Kultsendung von Rudi Carrell, der sowieso sehr, sehr viele Kultsendungen geschaffen hat. Und weiter, hier seht ihr, ich will gar nicht das alles zitieren, was hier ist. Hier sehen wir einen Colt für alle Fälle, habe ich auch gesuchtet. In den aktuellen Zeiten habe ich rausgefunden durch die DVD-Veröffentlichung, dass unser ZDF auch diese berühmten Folgen zusammengekürzt hat. Teilweise aus Doppelfolgen eine gemacht hat. Deswegen wurden die auch viel nachsynchronisiert oder neu synchronisiert. Ach nee, das war Drei Damen vom Grill, war das was vom Titelbild. Auch eine deutsche Serie, die sehr erfolgreich war. Ich habe sie nie geguckt. Magnum, wird glaube ich auf RTL Nitro wiederholt. Immer wieder spaßig.
Ein Colt für alle Fälle. Western von gestern, wirkliche, ja, 30er Jahre, 20er Jahre Westernfilme, teils Stummfilme oder auch teilweise mit ein bisschen Ton, Action Western. Also ich habe die Zorro-Filme geliebt. Wahnsinn. Wurden leider nie richtig wiederholt und auch kaum welche sind davon auf DVD erschienen. Shogun mit Richard Chamberlain, eine Romanverfilmung, auch sehr, sehr spannend gewesen. Was haben wir denn weiter? Hier haben wir Der König unserer Kindheitsklänge, Christian Bruhn. Naja, hier ist ein Interview mit dem Komponisten von der Musik von Captain Future, Sindbad der Seefahrer, Patrick Packard und. Er hat auch Werbemelodien geschaffen. Die Milka-Melodie stammt von ihm. Dann stammt auch Obi verführerisch die Schoko-Crossis-Musik von ihm. Also großartig. Und vergessen dann immer wieder Kult. So, weiter. Hier haben wir ein paar Schlagzeilen. Wo warst du, als es passierte? 17. Mai 87. Da hat ein Deutscher ist auf dem Kreml gelandet mit seinem kleinen Flugzeug. Ja, dann haben wir Boris Becker, der den Wimbledon gewonnen hat. Und 1980 der Tod von John Lennon. Und hier haben wir auch noch irgendwas, das kann ich jetzt nicht alles beurteilen, aber das sind so Dinge, die man miterlebt hat. Auch als Boris Becker eben halt damals Wimbledon mitgemacht hat, also da hat man wirklich auf der Straße, also da hat RTL das übertragen. Wir haben da die Matches gesehen und wir haben Tennis gespielt und noch nie war so ein großer Boom an Tennisclubs und Mitgliedern. Jeder wollte das spielen, ja. So, Popgesichter, Bonnie Blanco, Benny, habe ich nie gehört. Stephanie von Monaco, ja, die hat auch gesungen mal, The Teens, sagt, habe ich jetzt nicht gehört. Das sind jetzt so Sachen, die ich nicht gehört habe. Und Stephanie von Monaco hat ein, zwei Lieder gehabt, aber nicht wirklich gut gesungen. Auf der Überholspur Formel 1, die Musiksendung mit Ingolf Lück. Also richtig gut. Auch hatte viele, viele Stars live vor Ort. Ihr seht ja auch hier Thomas Anders, Dieter Bohlen. Ja, Robert Lemke, ein damaliger sehr erfolgreicher deutscher Moderator. Quizmoderator. Ja, Wahnsinn. Und inzwischen ist ja auch so ein bisschen Reunion gewesen. Man gibt wieder ein bisschen Formel 1 und die alten Leute erzählen auch manchmal zu alten Hits ihre Erlebnisse. Ja, was haben wir hier? Schlag, schrill und stylisch, wie die Jugend wohl war. Gut 70er. Ich war ja 75 Grad ein Jahr alt. Da kann ich nicht zu viel sagen. 87. Was war das? Mofa und Moped. Ja gut, Schrägklamotten, das habe ich auch nicht so mit beobachtet. Bonanza-Rad war bei mir so ein bisschen aktiv. Ja, 85, so die Sonnenbrillen, diese schrägen Klamotten. Das war bei mir in der Stadt nicht so, aber ich habe im Fernsehen diese Bilder schon gesehen. Und auch die Punker, das war doch schon sehr populär. Na doch, das ist noch nicht. Da kommt noch was dazwischen. Boxenstopp, die Autos, der Golf GTI, ja, der hat auch seinen Ruf weg, der Ferrari Testarossa, der BMW M3. Mein Bruder hat so ein Auto gehabt und ich habe es auch gefahren. M3 und ein Kollege hat das auch. Wahnsinn. Audi Quattro hat sogar der Sohn vom Freund von mir und der ist 20 Jahre, fast 30 Jahre jünger als ich, weil er sich dafür begeistern kann für Autos. Mercedes, ja, Opel Kadett, das fehlt eigentlich nur der Opel Manta. Ich hatte einen Capri von 1979, den Capri 2, aber im Dreierbau. Mit einem Dreiermotor, so gesagt. Hände hoch fürs Wochenende, was haben wir denn hier? Samstagsunterricht, ja, hatte ich nie. Gab sicherlich Wochenendeinkauf. Alle an einem Tisch. Kinderprogramm, das ist Grisou, der Drache, der Feuerwehrmann werden sollte, als erstes gesprochen von Oliver Rohrbeck, auch richtig kultig. Badezeit, Familienunterhaltung, man hat viel gemeinsam noch gemacht. Sportschau, die aktuelle Sportschau oder auch hier eben halt. Wetten, das sah noch ganz anders aus als mit Thomas Gottschalk, da hat Frank Elstner das gemacht. Immer wieder, du hast das geguckt, jeden Samstag oder den Samstag, den es gelaufen ist.
So, jetzt kommt was Spaßiges. Spielzeug. Spielzeug ohne Ende. Mal sehen, was ich da alles entdecke. Was ich gefunden habe bei mir. Hier haben wir Mask. Ja, haben wir ja auch. Ist bis heute noch sehr beliebt. Und ihr seht ja, was ich sonst immer berichte. He-Man. Star Trek Figuren. Playmobil auch bis heute gut. Ja, hier diese Kamera. Mit so kleinen Bildern, die man hatte. Enid Blyton. Fünf-Freunde-Geschichten und so weiter. Star Wars habe ich auch gesammelt, den 18 Kenner. Lego sah ja auch noch ein bisschen anders aus. Die berühmten, ja, Brettspiele aus den 80ern, immer wieder kultig. Hase und Igel finde ich auch regelmäßig auf dem Flohmarkt, habe ich auch gespielt, sehr gut. Kann man auch spielen, auch Deutschlandreise, bis heute noch wirklich klasse. Mastermind, auch sehr, sehr spannendes Spiel. Was haben wir hier alles noch? Rittbogen und Ritter. Big Jim. Action Force oder auch G.I. Joe. Ist nicht so sehr verbreitet gewesen in Deutschland. Das ist ein bisschen untergegangen. Hier sehen wir auch noch ein paar G.I. Joe-Figuren. Captain Future natürlich ist dabei gewesen. Auch der Cosmoliner, richtig kultig. Den habe ich gehabt. Das waren wirklich 80er Jahre. So, weiter geht es. Was haben wir? Oh, hier werde ich richtig nostalgisch. Tim und Struppi liebe ich bis heute. Auch hier die Harper Krieg der Sternebücher, die heute auch wieder neu erschienen sind. Kann man sehen, drei Fragezeichen hat man natürlich gehört. Auch hier die schönen ersten Hörspiele. Ü-Eier-Figuren, die sehen noch richtig kultig aus, richtig viel Mühe gegeben. Dann haben wir hier viel mit Sammelbildern, die ganzen Fußball-Sammelsticker-Bilder. Hier seht ihr überhaupt sehr viel Sammeln. John Sinclair Romanhefte, auch als Kassettenform. Captain Future, Star Trek als Sammelbilder. Captain Future habe ich auch noch, aber leider nicht vollständig. Die müsste ich mal haben. Star Wars habe ich auch, das Album Rückkehr der Jedi-Ritter. Habe ich auch mal euch gezeigt. Könnt ihr mal bei mir in meinen Videolisten gucken. Da findet ihr das. Blätter ich durch. Das Album habe ich auch, aber auch nicht vollständig. Und ich wollte immer nur vollständige durchblättern. Das macht sich so ein bisschen besser. Ja, alles kultig. John Sinclair habe ich nie so wirklich gelesen, aber ich habe einige Romanhefte gelesen, so wie die Abenteurer Madrax, Vampira und was aber habe ich noch gelesen? Die UFO-Akten, so ein bisschen. Ja. Was hier jetzt eigentlich noch fehlen würde, finde ich, ist Perry Roden. Oh, Captain Future, ich werde so nostalgisch. So, hier haben wir jetzt noch was dazwischen gewesen. Nee, Comic, Genie und Jan. Und auch hier will ich nochmal das Comic hervorheben. Hier haben wir das ja auch gehabt. Irgendwo ist Genie und Jan zwischen. Da seht ihr das. So sahen die damals aus. Könnt ihr mal vergleichen. Das Logo sah ein bisschen anders aus und die Figuren haben noch Ähnlichkeiten, aber waren damals ein bisschen einfacher gehalten, wenn ihr hier das so seht. Sind heute sehr detailliert. Ja, so verändert sich das eben halt ein bisschen. So, das Comic, wie gesagt, wollen wir jetzt nicht wirklich, darum geht es nicht wirklich, aber es scheint sich eigentlich ein richtig gutes Comic. Ja, hier kann man sich ein Yps-T-Shirt kaufen, auch nicht schlecht. Unsere erste große Liebe. Ja, das waren wirklich so. Drei Engel für Charlie. Joan Lendor, ja, man hat sie bewundert. Carrie Fisher, ja, habe ich auch an meiner Wand gehabt. Bilder aus Star Wars. Heather Thomas aus Gold für alle Fälle, ja, hat man auch geschwärmt für. Sophie Marceau, die Fete, damals noch, ja, ganz einfach. Olivia Newton-John ist ein bisschen mehr 70er Jahre mit ihren Tanzfilmen. Nena, ja, war nie mein Fall, muss ich sagen. Ich habe ihre Musik geguckt, aber ja. Und hier die Bären sind los. Die Serie habe ich auch geguckt. Aber ich habe da noch nicht so auf die Mädchen geachtet. Damals. Ne, ist das schon die nächste Seite? Ein bisschen dicker die Seiten. Deswegen kann man es schlecht sagen, ob man es überblättert hat. Verrückt in die Zukunft. Ja, mit Doc Brown ganz rechts. Der muss natürlich auch sein. Was haben wir hier? Die Milchschnitte kam 1979 auch heraus. Wahnsinn. So lange gibt es die schon. Die Telefon, ihr lacht euch kaputt sicherlich, wenn ihr diese Technik seht. Atari habe ich auch gehabt. Den Zauberwürfel natürlich. Das Walkman, das hat mich begleitet. Ich bin damit zur Berufsschule gefahren. Dann war man ganz glücklich, dann die kleinen Knopfhörer zu haben. Aber ansonsten, man hat auch diese Bügelkopfhörer gehabt. Das war Wahnsinn. Ich habe da meine Hörspiele gehört und alles weiter. Fisher-Price, Gegenteil zu Lego, war nie so mein Ding, muss ich sagen. Ich kannte welche, aber das
war nicht so meins. Eldorado im Kinderzimmer. Es gibt heute Schätze zu finden. Hier waren es Pokémon, aber hier seht ihr auch, und das ist auch ein echter Yps-Schatz. Und hier muss ich mal wirklich mein Video verlinken. Ich habe ein Video über den Yps-Sturmtrupper gemacht. Das war eine echte Star Wars-Figur, die da drin ist. So in der Form, wie sie da ist und gegradet. Gut, graden ist ein anderes Thema, da will ich gar nicht was sagen. Aber hier war es auf dem Auktions für 3000 britischen Pfund verkauft worden. Ist aber auch kein Wunder. In England sind sehr viele Star Wars Fans und das war was Deutschland Exklusives sein. Ne? Es ist etwas sehr Exklusives. Und ja, 85 hat es bekommen, warum auch immer. Die kennen das ja gar nicht. Und so gibt es natürlich auch viele andere Sachen. Und es gab auch einige coole Gimmicks. Playmobil-Figuren gab es zum Beispiel auch öfter mal im Yps-Heft. Also viele, viele Sachen. So, hier können wir einen kleinen Wettbewerb machen. Ein bisschen über TV-Serien oder Fehlersuche. Also TV-Serien-Fragen beantworten, denke ich mal. Oder auch Fehlersuche. Jo, kauft euch das. Macht es. Kampf um die Zukunft. Das ist so ein bisschen Geschichte. Ja, auch heute wird ja noch, oder damals wurde auch gegen Atomkraft demonstriert. Die Grünen ja versuchten immer wieder an die Macht zu kommen. Heute sind sie es. Ihr könnt euch sehen, die haben lange gebraucht. Ja, Bonn. Bonn war ja damals die politische Hauptstadt, wo wir noch geteilt waren. Irgendwann kam ja dann der Mauerfall. Ja, sehr interessant alles. 86, naja, und hier 89 eben halt der Mauerfall. Tschernobyl 86. Bis heute immer noch im Gespräch. Ja, und hier haben wir auch Piff und Herkules. Und auch da möchte ich noch mal kurz zurückblättern. Hier aus ins Heftchen, da könnt ihr sehen. Sind sich immer noch ähnlich, nur so ein bisschen plastischer geworden, finde ich. Aber es liegt auch an der Kolorierung. Ja, das ist sehr spannend. Noch ein bisschen mehr Comics. Und hier haben wir noch den Vor- noch 100. 19.999 Meilen unter dem Meer. Das weitere lustige Taschenbuchwerbung, auch ganz am Anfang hatten wir die für den Band danach. Ja, Comic-Begriffe, wer kennt sie nicht? Gerade wer die alte klassische Batman-Serie gesehen hat, der wird sich das kennen und passt perfekt. Bud Spencer und Terence Hill. Ja, das ist das. Hier ist ein Interview mit Terence Hill, aber wir gucken uns die Bilder an. Ich meine, ich habe einige Filme gesehen im Kino, beziehungsweise heißt einige, ich habe zwei gesehen. Zwei bärenstarke Typen und Vier Fäuste gegen Rio. Und ich habe noch Don Camillo mit von Terence Hill im Kino gesehen. Also Wahnsinn. Es gibt natürlich noch mehr, es gibt noch mehr, aber nicht, wo ich alt genug war und das mitbekommen habe. Ja, auch hier Lucky Luke habe ich nicht gesehen im Kino. Terence Hill, Autogramm. Don Matteo war nochmal so eine Nachfahre-Version von, wo er später nochmal gedreht hat, also von Don Camillo. Steps and Beans ist ein interessantes neues Computerspiel mit den beiden und es gibt jetzt inzwischen auch gut gemachte Actionfiguren und sie sind auch auf Whiskyflaschen zu finden und ich glaube, wir hatten auch schon auf Chipstüten im Deutschen sie zu Gast. Also. Ja, Wahnsinn. Terence Hill und Bud Spencer Filme kann man bis heute noch auf Kabel 1 zum größten Teil gucken. Immer wieder sehenswert, immer wieder lustig. Ende der Übertragung. Wir machen weiter mit dem gefallenen Witz. Ja gut, aber so ein Testbild, das kennen die Leute auch kaum noch. Aber früher war nachts Fernsehen abgeschaltet. Dann wurde so ein Bild mit einem Ton eingeblendet. Das gab's. Hier ist irgendwie so ein Spiel. Hier haben wir Rätsel und Witze. Gürten auch immer dazu. Früher gab's auch einzelne Bücher mit Witzbücher von Yps mal rausgebracht. Also die hatten so nämlich viel gemacht. Was haben wir gegessen? Das, hier wird das als Matschbrötchen oder Schokokussbrötchen gemacht. Hatten wir auch. Hier unten, ich sage es ganz ehrlich, wir haben es natürlich, weil ich 80er Jahre aufgewachsen bin, noch Negerkuss genannt. Gab es bei mir auch in der Schule am Schulkiosk, aber nicht länger als ein paar Monate, weil dann haben die lieben Eltern uns das verboten. Das fanden die zu ungesund. Ist aber immer noch eine geile Sauerei. Macht es und lecker. Ja. Reklame. Ja, sehen wir auch Getränke, die natürlich ihre Zeit hatten. Capri-Sonne, immer wieder kultig. Ahoi-Brause, Nesquik.
obwohl ich war ein bisschen mehr der Kaba-Trinker. Rider, was irgendwann in Twix umbenannt wurde. Da haben wir auch die Technik, das Atari, Commodore C64 und der Game Boy. Dann haben wir hier auch die Lial, Bräunungssalve, Timotee und was nicht alles. Das hat unsere Zeit wirklich geprägt. Und hier haben wir auch Eis. Ja, Eis. Welches kennt ihr davon noch? Brauner Bär, auch sehr kultig. Capri-Eis, ja gut, das gibt es bis heute. Edwin Schleck, auch immer noch kultig. Calippo gibt es bis heute. Nocker, obwohl ich als Nocker Schock rauskam, also mit dem festen Schokokern, das liebte ich dann. Dolomiti war nie so meins. Flutschfinger, ja, wer hat's nicht? Grüno Pfand, auch kultig auf jeden Fall. Das hat was. Ja, ein bisschen hier diese typischen Bilder, wo man irgendwas drin sehen konnte, irgendwie Motive drin. Also ich habe sie ehrlich gesagt nie gesehen. Man konnte irgendwas immer sehen drin. Ja, aber wie gesagt, ich nicht. So, berühmt waren auch so klassische Alben-Comics, die im Ipsheft waren. Da gab es, ich glaube, Timo Strubi, weiß ich nicht, war zum Beispiel nicht drin, aber es war das Marsupilami später nochmal drin, es war Asterix, es war Lucky Luke drin, teilweise auch mit den Neuerscheinungen, Percy Pickwick, also eine ganze Menge klassischer Helden. Ich will mal gucken, was wir hier in diesem alten Comic hatten, das ist ja so wirklich 90er Jahre, und hier seht ihr Lucky Luke, also sowas war immer Kult. Es waren noch Mehrteiler, es waren die einzigen Mehrteiler, die es immer gab. Und ja, Prinz Valiant oder Prinz Eisenherz, wie es in Deutsch heißt, hat also natürlich eine Geschichte. Und ihr seht, das sind immer Einseiter oder Strips gewesen. Jetzt sind mittlerweile auch koloriert, waren auch schwarz-weiß in den Tageszeitungen früher, also richtig kultig. Ist halt Oldschool-Comic-Geschichte, die halt mit einer Erklärung waren. So Sprechblasen gab es damals noch wirklich gar nicht so in der Art. Ja, Wahnsinn, richtig kultig. Auch sehr ausführlich, und wir nähern uns schon dem Ende. Richtig gut gezeichnet. So, Ips Podcast wird hier beworben. Und das sind wir schon vorletzte Seite. Hier kann ich mir einen Button selbst bauen. Buttons waren damals in 80ern auch richtig beliebt. Haben wir auch selbst gebaut. Ein Stück Pappe, wie es hier auch gesagt wird. Hinten so eine Sicherheitsklammer mit Klebeband angeklebt, und dann kann man ein Motiv draufkleben. Ihr seht ja hier kultige Motive von Dirty Dancing, Mr. T, die Space Shuttle, habe ich auch damals den ersten Start miterlebt im Fernsehen. Don Johnson aus Miami Vice, E.T., Conan der Barbar. Ja, und hier haben wir noch ein paar weitere zu sehen. Die Kassette, Pac-Man, Yps natürlich darf nicht fehlen. Die Zeit, wo Jane Fonda, Miss Barbarella, ihre ersten Fitnessvideos rausgebracht hat, und Magnum, Gizmo. Ja. Wahnsinn. Das war das Magazin. Ist doch cool. Ja, das war unsere Reise in die Vergangenheit. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, genauso wie mir. Ja, sagt mir, wie ihr das Ipsheft erlebt habt. Sagt mir, ob es euch auch gefallen würde, mal diese alten Ipshefte mit mir durchzublättern, und wir lesen uns die netten Gedanken dadurch. Es ist sehr spaßig heutzutage zum Beispiel die Extrablätter zu lesen. Also ja, sagt mir, wie habt ihr das Ipsheft erlebt? Ansonsten ein kleines Like, darüber freue ich mich, und wir sehen uns beim nächsten Mal.